Von der Firma Creality habe ich die neueste Version des CR10, den CR10 V2 zur Verfügung gestellt bekommen. Die beiden Vorgängermodelle CR10 und CR10S habe ich schon ausführlich getestet und bin von beiden Geräten nach wie vor rundum begeistert. Creality hat den CR10 kontinuierlich weiterentwickelt, ohne sich dabei in Spielereien zu verlieren oder gar Dinge zu verschlimmbessern. Der überdurchschnittlich große Bauraum ist mit 30x30x40 cm über die Jahre gleich geblieben, genau wie die Grundkonstruktion aus Aluminiumprofilen sowie das externe Gehäuse mit der Elektronik. Auch in der neuesten Auflage des 3D-Druckers wird zum Glück kein bunter Touchscreen mit Closed Source Treibern verwendet und es gibt keine Cloud-Anbindung oder sonstigen Firlefanz. Als Display kommt, wie bei der Urversion, ein LCD mit einer Auflösung von 128x64 Pixeln zum Einsatz. Bedient wird das Gerät nach wie vor über den gewohnten Drehschalter. Das Netzteil liefert ausgangsseitig 24 Volt Gleichspannung bei bis zu 14,6 Ampere, entsprechend 350 Watt. Das Innere der Elektronikbox präsentiert sich gewohnt aufgeräumt, alle Stecker sind mit etwas Heißkleber gesichert. Dank des Mainboards mit Atmega 2560 Chip, dem simplen LCD und dem Drehschalter ist alles mit Open Source Firmware anzusteuern, es wird eine angepasste Version der Firmware Marlin verwendet. Der Quellcode wird laut Auskunft des Herstellers nach Abschluss der Testphase auf der Creality Homepage veröffentlicht, ich habe bereits eine Vorabversion erhalten. Auch der CR10 V2 wird weitgehend vorgefertigt mit sauber verpackten Komponenten geliefert. Der Aufbau geht sehr zügig vonstatten, ich habe die Montage und erste Einrichtung an einem Vormittag abgeschlossen, dabei allerdings wie üblich viele Fotos und ein paar Videosequenzen aufgenommen. Detailbilder vom Aufbau des Geräts gibt's auf meinen Seiten. Was hat sich im Laufe der Jahre geändert? Auffälligstes Merkmal an der neuen Version 2 sind die beiden zusätzlichen Streben am Rahmen, welche diesen deutlich stabiler machen als zuvor, lediglich zwei zusätzliche Rundstangen, sinnvoll implementiert. Der Lüfter zur Kühlung der Druckobjekte ist größer als bei den Vorgängern und die Luft wird nun von links und rechts in Richtung Extruderdüse gepustet, wie später zu sehen, funktioniert dieses System sehr gut. Ebenfalls neu ist die Kautschukisolierung am Hotend, die unter anderem verhindert, dass der Luftstrom zur Objektkühlung diesen Teil des Extruders trifft. Nicht geändert wurde die Führung des Druckbetts an der Unterseite über 6 Rollen. Das mittlere Rollenpaar wirkt dabei aber immer als unerwünschter Drehpunkt oder ist so justiert, dass dieses nicht an der Führungsschiene anliegt und somit mehr oder weniger wirkungslos bleibt. Ich habe dieses, wie bei den beiden Vorgängern, entfernt. Sämtliche Rollenpaare sind so ausgelegt, dass jeweils eine Rolle über eine Exzentermutter an das Aluminiumprofil gepresst werden kann, sodass die Mechanik spielfrei läuft. Diese Konstruktion ist in meinen Augen wesentlich besser als die Verwendung preiswerter Linearkugellager, die oftmals mit zu viel Spiel ausgeliefert werden und keine Möglichkeit zur Kompensation besitzen. Die Kunststoffrollen zeigen im Betrieb etwas Abrieb, besonders zu Beginn, bis die Kontaktflächen eingelaufen sind. Alles in allem haben sich die Rollen aber als sehr robust gezeigt, bei keinem der beiden Vorgängermodelle musste ich bislang einen Austausch vornehmen, ein wenig Schmiermittel reduziert die Reibung und somit den Verschleiß. Die Glasplatte auf dem Druckbett ist bei Version 2 des CR10 beschichtet, was eine bessere Haftung der Objekte auf der Oberfläche bewirkt. Die Metallklammern, mit denen die Glasplatte auf dem Druckbett gehalten wird, sind kleiner und somit dem Druckkopf auch bei maximaler Ausnutzung der Grundfläche weniger im Weg. Kleiner bedeutet aber, dass diese etwas fummeliger zu bedienen sind. Deutlich komfortabler zu bedienen sind die neuen, extrem großen Rändelmuttern zur Höhenverstellung des Druckbetts, vor dem ersten Einschalten des Druckers wird dieses auf eine niedrige Position gebracht. Die beiden Seiten der X-Achse müssen auf gleiche Höhe gebracht werden, wozu die Spindeln der Z-Achse per Hand gedreht werden. Ich verwende einen Abstandshalter aus dem 3D-Drucker, mit einem Lineal funktioniert's aber auch. Nach dem Einschalten fällt auf, dass das Gebläse des Netzteils zwar nach wie vor zu hören ist, die Geräuschkulisse aber weitaus angenehmer ausfällt als bei den sehr lauten Vorgängermodellen. Als ersten Test fahre ich die Achsen zu den Endschaltern.
Auch die Schrittmotoren laufen wesentlich leiser als bei den Vorgängermodellen, diese sind fast nicht zu hören. Unglücklicherweise gibt es im Druckermenü keine Möglichkeit, die Eckpunkte automatisch anzusteuern, eine Funktion, die in der Firmware des CR10S noch implementiert war. Ich verwende daher eine spezielle G-Code-Datei, welche die Eckpunkte anfährt und an diesen für jeweils 15 Sekunden stoppt. Bevor der Druckkopf zum nächsten Eckpunkt fährt, ertönt ein Warnsignal. Das Leveln verläuft nun klassisch. Das Druckbett wird schrittweise angehoben. Bis im letzten Schritt nur noch ein Blatt Papier, leicht klemmend zwischen Düsenspitze und Druckbett hindurchgezogen werden kann. Das Druckbett ist beheizt und auf der Unterseite isoliert. Über das Druckermenü kann eine Maximaltemperatur von 110 Grad Celsius eingestellt werden. Wobei 40 Grad Celsius nach etwa 3 Minuten, 60 Grad Celsius nach 5 Minuten, 90 Grad Celsius nach 11 Minuten und 100 Grad Celsius nach 14 Minuten erreicht werden, was mehr oder weniger die Maximaltemperatur ist, wobei die Umgebungstemperatur in meinem Videostudio bei nur etwa 14 Grad Celsius liegt. Die Druckbettheizung ist offensichtlich leistungsstärker als bei den Vorgängern. Nach dem Vorheizen des Hotends für PLA auf 185 Grad Celsius kann das Filament zunächst durch den Filamentsensor gefädelt und nach Drücken eines Hebels am Extrudermotor weiter in Richtung Hotend geschoben werden, bis schließlich Kunststoff aus der Düse austritt. Somit ist der Drucker bereit für einen ersten Auftrag. Druckaufträge werden nun auf einer SD-Karte in Standardgröße gespeichert. Die kleinen Micro-SD-Karten der Vorgängermodelle konnten bei Unachtsamkeit im Gehäuse der Elektronik verschwinden. Der CR10V2 ist wie seine Vorgänger für große Projekte geeignet, dennoch starte ich einen ersten Versuch mit einem sehr kleinen Kettenglied für ein Roboterfahrzeug. Die erste Schicht wird mit einer Höhe von 0,35 mm gedruckt, um etwaige Unebenheiten im Druckbett auszugleichen. Die Druckgeschwindigkeit ist dabei auf 15 mm pro Sekunde gesetzt. Die Grundfläche des Kettengliedes beträgt gerade einmal 20 x 25 mm. Die folgenden Lagen werden mit einer Höhe von 0,2 mm gedruckt, der Standardwert für fast alle meine Projekte. Die Druckgeschwindigkeit für die schmalen Wände liegt bei 20 mm pro Sekunde. Der Druck ist somit nach etwa 12 Minuten abgeschlossen. Kettenglied Nummer 2 dient zum Test der Stromausfallfunktion. Dazu schalte ich den Drucker während des Druckes ab. Aus der noch heißen Düse tritt weiterhin Kunststoff aus und formt einen sichtbaren Tropfen. Nach dem Einschalten kann der Auftrag über das Druckermenü fortgesetzt werden. Dazu werden zunächst Druckbett und Hotend wieder auf die Zieltemperatur aufgeheizt. Anschließend fährt der Druckkopf zu den Endschaltern der X- und Y-Achse, und setzt dann den Auftrag fort. Der Plastiktropfen wird dabei in der Lage verschmiert, was hier besonders auffällt, da es sich um ein sehr kleines Bauteil mit nur dünnen Wänden handelt. Aber auch mit diesem kleinen Schönheitsfehler wird das Kettenglied ordnungsgemäß zu Ende gedruckt. Das Bauteil passt in die Kette. An einem weiteren Kettenglied teste ich den Filamentsensor. Geht das Filament während eines laufenden Druckauftrages aus, so fährt der Druckkopf zu den Endschaltern der X- und Y-Achse.
Das Filament kann anschließend gewechselt und der Druckauftrag fortgesetzt werden. Ich verwende blaues Filament, um den Wechsel zu veranschaulichen. Neben dem Farbwechsel ist die Stelle der Druckunterbrechung an den dicken Kunststofffäden zu erkennen, die nach dem Druck aber leicht zu entfernen sind. Wer genau hingesehen hat, dem dürfte aufgefallen sein, dass kurz vor der Unterbrechung etwas unsauber gedruckt wurde. Das ist darauf zurückzuführen, dass bei dem kleinen Kettenglied das Filament oft zurückgezogen wird. Das stumpfe, meist etwas krumme Stück des Filamentstrangs am Ende einer Rolle führt dazu, dass dieses beim Zurückziehen am Filamentsensor hängen bleibt, wodurch der Extruder in der Rückwärtsbewegung blockiert wird. Eine etwas andere Führung innerhalb des Sensors könnte dieses Problem beseitigen, es gibt halt an jedem Drucker immer noch etwas zu verbessern. Alles in allem ist der Filamentsensor ein sehr sinnvolles Bauteil, das euch den ein oder anderen Druckauftrag retten wird, das Kettenglied kann nach dem Filamentwechsel erfolgreich fertiggestellt werden. Um die Haftung am Druckbett zu verbessern, trage ich etwas Kleber auf der Oberfläche der Glasplatte auf. Somit bleiben die vielen kleinen Teile des nächsten Druckauftrages sicher auf dem Druckbett verankert. Es handelt sich um insgesamt 13 Kettenglieder, diese sind mit unterschiedlichen Winkeln zu den Achsen des Druckers ausgerichtet. Die erste Lage wird wie zuvor mit einer Schichtstärke von 0,35 mm gedruckt. Die folgenden Schichten erneut mit 0,2 mm. Durch die unterschiedliche Anordnung der Kettenglieder auf dem Druckbett kann geprüft werden, ob die Kühlung von allen Seiten gleich gut funktioniert oder ob die Mechanik Schwächen hat. Alle Kettenglieder sollten im Idealfall gleich aussehen. Bei schlechter Kühlung biegt sich der Rand an den Knubbeln beim Drucken deutlich nach oben, das ist hier nicht der Fall, die neue Gebläsegeometrie am Druckkopf arbeitet offensichtlich sehr gut. Für gute Objektkühlung spricht auch, dass die gerade einmal 1,5 mm breiten Überhänge an den Vorder- und Rückseiten der Kettenglieder sauber gedruckt werden und sich auch hier die Spitzen beim Drucken nicht nach oben biegen. Nach dem Druck können alle Glieder ohne Nacharbeit direkt zu einer Kette zusammengefügt werden. Wie bereits angesprochen, sind die einzelnen Glieder lediglich 20 x 15 x 9 mm groß. Weitere Bauteile für meinen neuen Roboter sind die Räder des Fahrzeugs. Auch hier sind spitz zulaufende Überhänge vorhanden, die dank der guten Kühlung sauber gedruckt werden. In dem Chassis befinden sich viele 3 mm große Öffnungen zur Befestigung von Nutzlasten. Die Wandstärke des Bauteils beträgt 2 mm, die Löcher besitzen auf der Innenseite Aussparungen für M3er Muttern. Mit 55 x 110 x 41 mm handelt es sich um das größte Bauteil des Roboterfahrzeugs, für den CR10 V2 ist das aber immer noch ein eher kleiner Druckauftrag. An den Ecken ist die Grundplatte etwas nach oben gebogen, mit 14 Grad Celsius ist mein Videostudio zurzeit recht kühl, was dieses Verwinden der Bauteile begünstigt, die Haftung am Druckbett ist insgesamt aber recht gut. Die Wände des Roboterchassis werden schön gerade gedruckt und auch die Ausschnitte für Motor und Hinterachse gelingen gut. Ein Drucker mit einem großen Druckvolumen ist natürlich für größere Bauteile geeignet. Hier drucke ich die Halterung für den Reflektor eines VW Golf 2 Scheinwerfers, den ich in mein London Taxi einbauen möchte, um dessen Scheinwerfer auf den kontinentaleuropäischen Rechtsverkehr anzupassen. Der Hitzestabilität wegen drucke ich dieses Bauteil aus PETG. Die Druckgeschwindigkeit habe ich hochgesetzt. Die Wände werden mit 30 mm pro Sekunde gedruckt und die 25% Füllung im Wabenmuster mit 60 mm pro Sekunde.
Der Extruder zeigt zu keinem Zeitpunkt Skipping, der Schrittmotor ist ausreichend drehmomentstark und die Mechanik treibt das Filament zuverlässig in Richtung Hotend. Neben dem größeren Bauvolumen teste ich mit dem Druck auch das Netzteil des CR10V2. Das Druckbett ist auf 100 Grad Celsius und das Hotend auf 235 Grad Celsius gesetzt, womit beide Heizelemente nah am Limit betrieben werden und die benötigte elektrische Leistung am Maximum schrammt. Der geregelte Lüfter im Innern der Elektronikbox arbeitet auf Hochtouren und ist somit deutlicher zu hören, aber nach wie vor wesentlich leiser als bei den Vorgängermodellen. Die Abmessungen des Bauteils betragen 23 x 21 x 14 cm. Die Schichtstärke ist wie bei den vorherigen Drucken auf 0,2 mm gesetzt. Für derart große Bauteile empfiehlt sich ein höherer Wert, um die Druckzeit zu verkürzen. Besonders bei dem hier zu sehenden Bauteil ohne feine Details könnte problemlos eine Düse mit 1 mm Bohrung Verwendung finden. Mit den hier verwendeten Standardeinstellungen wird der Druck zum Langzeittest. Der Auftrag ist nach etwa 45 Stunden, also fast 2 Tagen, abgearbeitet. Der Drucker ist in dieser Zeit anstandslos gelaufen, am fertigen Bauteil sind keine Abweichungen zu erkennen, die auf Fehler beim Abarbeiten des Auftrags schließen lassen. Aufgrund der glänzenden Oberfläche des transparenten Filaments gut zu sehen, ist der Ansatzpunkt mehrerer Lagen links im Bild, der allerdings wesentlich schlechter zu ertasten als zu sehen ist. Ferner fallen die senkrechten Linien auf, die hauptsächlich dadurch zustande kommen, dass die Kreise im CAD-Modell in nur 100 Segmente aufgeteilt sind, was für den großen Durchmesser offensichtlich zu wenig ist. Der Drucker hat auf jeden Fall anstandslose Arbeit geleistet und somit passt die Halterung perfekt in die Verschraubungen an der Karosserie meiner Karosse. Die zweite Version des CR10 ist an wichtigen Stellen verbessert worden. Der Rahmen ist stabiler, Lüfter und Motoren laufen deutlich leiser, das beheizte Druckbett ist leistungsstärker und die Führung der Kühlluft wurde optimiert. Wer aufs Budget achten muss, ist mit den beiden nach wie vor käuflich erhältlichen Vorgängermodellen gut bedient, der CR10V2 ist den Aufpreis allerdings auf jeden Fall wert. Beispielfotos in hoher Auflösung der in diesem Video angefertigten und weitere Drucke gibt's wie immer auf meinen Seiten, somit könnt ihr euch einen eigenen Eindruck von der Druckqualität verschaffen. In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald!